Ja, hallo. Robert Hamme Name. Ich will ein kurzes Update zu Open Data geben. Da hat es ein paar Neuigkeiten gegeben für die, die am Thema interessiert sind. Und zwar gibt es seit kurzem ein sogenanntes Open Government Data Screening im Bund. Das heißt, da hat es von der scheidenden Bundesregierung noch eine Erhebung gegeben, welche Datensätze für die Veröffentlichung als Open Data geeignet wären. Das heißt, für interessierte Entwickler ist es vielleicht absehbar, dass diese Datensätze, die dort erhoben wurden, demnächst auch zur Verfügung gestellt werden und quasi für Apps und Visualisierungen verwendet werden können. Das ist Punkt 1, zum Beispiel auf open3.at ist es verlinkt, da kann man sich das anschauen. Das zweite, was ich hinweisen möchte, ist ein Lieblingsthema von mir, GTFS, Verkehrsdaten. Da ist ja schon sehr viel passiert. Ich habe den Monitor eingeschaltet, da sieht man, der basiert auf den Open Data API der Wiener Linien. Da haben wir ja lange dafür gekämpft, dass das da ist. Das ist super. Seit kurzem gibt es das Ganze auch als GTFS. Das ist sehr gut. Also das war überraschend, dass das dann auch in den internationalen Standardformat gekommen ist, was zur Folge hatte, dass es auch auf Google Maps verfügbar sind, jetzt die Wiener Linien Verkehrsdaten. Und das Tolle daran im Vergleich zur ÖBB, die Daten nur Google geben, sind die Wiener Linien Verkehrsdaten auch unter Creative Commons verfügbar. Das heißt, jeder, der damit arbeiten will, kann das machen. Nur es gibt einen Punkt, der ist noch nicht so, wo wir es gern hätten, und zwar die Echtzeitdaten. Das ist die proprietäre Wiener Linien API, die nicht das GTFS-Format im Realtime hat. Das heißt, es gibt ein Format GTFS Realtime, das schön wäre, wenn das auch als nächster Schritt quasi von den Wiener Linien bereitgestellt werden würde. Und da möchte ich hinweisen auf die digitale Agenda der Stadt Wien, quasi da gibt es wieder eine Partizipationsplattform der Stadt Wien, wo ich das als Idee eingebracht habe, also Partizipation Wien GVT, digitale Agenda, dass auch die Verkehrsdaten unter GTFS als Realtime zur Verfügung gestellt werden. Da kann jeder, der gern die Daten auch hätte, auch abstimmen. Also da die Erfahrungen waren, dass das bisher sehr gut aufgenommen worden ist, das Feedback, also was man dann sagt, und das wird auch behandelt. Also ich lade alle ein, die quasi auch mit GTFS Realtime-Daten arbeiten möchten, dass sie dort auf der digitalen Agenda digitalen Agenda der Stadt Wien unter Partizipation GVT, Partizipation.Wien GVT quasi auch dort abstimmen. Dann gibt es vielleicht auch das in GTFS bald. Das war's von mir, danke. Ich sehe es nicht genau, steht da noch was dran? Ja, genau, super.